angenommen. Ukrainische Soldaten erobern strategisch wichtige Stadt. Russen ziehen ab. Zugelegt. Der Mindestlohn kommt und damit mehr Geld für Millionen. Und abgefahren. Im Hyperloop unterwegs. Das soll bald keine Zukunftsmusik mehr sein. Im Studio Michael Marx. Willkommen bei Newstar. Nachdem sich Moskau ukrainische Gebiete widerrechtlich einverleibt hat, bleibt die Unsicherheit, wie ernst russische Atomdrohungen zu nehmen sind. Bei einer Lähmung des Westens warnte in diesem Zusammenhang Verteidigungsministerin Lambrecht. Zu feiern hat der Kreml derzeit aber nicht, denn Kiew meldet Erfolge der eigenen Offensive. Im strategisch wichtigen Liman soll die russische Truppe eine empfindliche Niederlage kassiert haben. Die teure Schuld. Die ukrainischen Streitkräfte jubeln. Auch Liman haben sie zurückerobert. Der Kreml ruft seine Truppen zurück. Zuletzt waren hier 5000 russische Soldaten eingekesselt gewesen. Die Befreiung von Liman für die Ukraine von großer Bedeutung. Das ist deshalb wichtig, weil das ein logistischer Knotenpunkt für die russische Truppenversorgung anderswo ist. Und von Liman auch erreicht man dann mit Systemen wie HIMARS und MARS 2 auch die großen logistischen Versorgungsrouten der russischen Armee. Die russischen Truppen geraten nicht nur dort in Bedrängnis. Auch aus Kupiansk haben sie sich zurückgezogen. Und wieder gibt es Anzeichen für Kriegsverbrechen. Die russischen Besatzer sollen mindestens 20 Zivilisten getötet haben, die vor dem Beschuss hatten fliehen wollen. Und obwohl klar war, die russischen Truppen sind in einer schwierigen Lage, hat Putin noch am Tag zuvor die Annexion 4 ukrainischer Gebiete gefeiert. Pompös auf dem Roten Platz in Moskau. Wir sind stärker geworden, weil wir zusammen sind. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Und die Stärke liegt in der Wahrheit, die den Sieg bedeutet. Der Sieg wird unser sein. Dass Putin dazu auch Atomwaffen einsetzen könnte, befürchten die USA. Immer wieder hatte der russische Präsident damit gedroht. Von solchen Drohungen dürfe man sich nicht lähmen lassen, mahnt Bundesverteidigungsministerin Lambrecht. Die Ukraine müsse weiterhin unterstützt werden. Das machen auch die USA und versprechen weitere 12,5 Milliarden Euro. Er kann nicht das Territorium seines Nachbarn an sich reißen und damit davonkommen. So einfach ist das. Wir werden den Kurs beibehalten. Wir werden weiterhin militärische Ausrüstung bereitstellen, damit die Ukraine sich selbst, ihr Territorium und ihre Freiheit verteidigen kann. Währenddessen melden russische Behörden, den Chef des Atomkraftwerks Saporischschja festgenommen zu haben, angeblich um Fragen zu beantworten. Seit März ist das Kernkraftwerk von russischen Truppen besetzt. Mehr Geld gibt es ab jetzt für Millionen Menschen in Deutschland, denn seit heute gilt der neue Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde. Immerhin eine satte Steigerung um fast 15%. Oder für viele Beschäftigte der größte Lohnsprung in ihrem Leben, wie Arbeitsminister Heil sagte. Aber es gibt in der aktuellen Krise auch Sorgen bei Experten, dass die höheren Löhne gerade kleine Unternehmen massiv belasten. Leonie voran. Die Anhebung des Mindestlohns, ein Herzensprojekt von Arbeitsminister Hubertus Heil. In diesem Berliner Pflanzencenter hat der SPD-Politiker sich ein Bild davon, wie die Erhöhung bei den Mitarbeitern ankommt. Mehr Geld sei auch ein Zeichen des Respekts, so der Minister. Inflation, die frisst vieles im Moment auf, aber der Mindestlohn hilft, dass Menschen tatsächlich mehr Geld in der Tasche haben. 12 Euro sind ein wesentlicher Schritt, das ist für viele Menschen die größte Lohnerhöhung in ihrem Leben. Von 10,45 Euro auf 12 Euro brutto pro Stunde wird der Mindestlohn angehoben. Eine Steigerung um etwa 15%, von der rund 6,6 Millionen Menschen in Deutschland profitieren. Besonders in der Gastronomie. Dort betrifft die Erhöhung mehr als 60% der Beschäftigten. Aber auch die Angestellten des Pflanzencenters freuen sich angesichts der hohen Inflation über das Lohnplus, sind mit Blick auf den Winter aber dennoch besorgt. Das wird eine schwierige Zeit, denke ich mal. Und man sagt immer, mehr ist eigentlich besser, aber man muss sehen, dass man halt damit ausrechnet. Für viele Arbeitgeber ist die Mindestlohnerhöhung dagegen eine Belastung. Sie müssen für ihre Angestellten nun tiefer in die Tasche greifen und das zu einer Zeit, in der viele ohnehin schon straucheln. Denken Sie mal, Lübers ist in der Kantenberg, das ja auch stark betroffen ist. Und hier kämpfen die Bäckereien natürlich mit steigenden Energiepreisen. Sie kämpfen mit höheren Preisen für Weizenmehl. Und jetzt kommt der Mindestlohn dazu, was es natürlich schwer macht, einfach zu überlegen. Die mögliche Folge:
Gerade kleinere Unternehmen könnten ihre gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben, indem sie die Preise erhöhen. Und dann wiederum könnten sich auch Mindestlohnempfänger von ihren höheren Lohn weniger kaufen. An einer Revolution des Reisens für die Zukunft wird in Bayern geforscht. Bei München eine erste Teststrecke für den Hyperloop, in dem in futuristischen Gondeln mit einer Röhre geschossen werden soll. Dieses Highspeed-System sieht jede ICE alt aus. Eine Idee, die einst schon Tesla-Milliardär und Visionär Elon Musk. Wir sind schon froh, wenn die Busse rechtzeitig fahren. Ne? Ja, wenn die scheiß S-Bahn überhaupt pünktlich ist. Und wenn der Bus überhaupt pünktlich kommt oder nicht. In einer geschlossenen Kapsel mit Schallgeschwindigkeit durch ein gigantisches Netz von Vakuumröhren rasen, quasi in einer Art Überschall-U-Bahn. So soll es einmal möglich sein, in nur 40 Minuten beispielsweise von Wetten nach München zu reisen. Nur Science-Fiction Realität werden zu lassen, unterstützt die Bayerische Landesregierung den Bau einer Teststrecke in Ottobrunn einzigartig. Doch bis dahin muss noch viel geforscht werden. Seit 7 Jahren führen das bereits Studierende der TU München mit großem Erfolg, konnten bereits bei internationalen Wettbewerben mit Hyperloop-Prototypen mehrfach neue Weltrekorde aufstellen. Das Besondere, der Magnetfeld und Unterdruck, heißt nahezu ohne Luftwiderstand in der Röhre, sollen die Hyperloop-Züge später einmal innerhalb von... Wenn der Bus überhaupt mal pünktlich kommt... Oder überhaupt fährt. Am Start der Reihe werden aber erst einmal eine 24 Meter lange Vakuumröhre und eine Passagierkapsel in Originalgröße gebaut und auf Funktionalität und Sicherheit getestet. Wir wollen erstmal mit den Technik-Testen und das nächste Schritt tatsächlich auch schon auf der Teststrecke mit Passagieren hin und her. Anfang nächsten Jahres soll die Teststrecke in Betrieb gehen und peu à peu auf 1 Kilometer Länge erweitert werden. Der Erfolg könnte ab 2030 möglicherweise eine Verbindung zwischen Münchner Innenstadt und Flughafen entstehen. Nachdem Hurricane Ian Tod und Verwüstung über Florida gebracht hat, zog der Wirbelsturm weiter die US-Ostküste entlang. Mindestens 27 Menschen starben bei dem Unwetter allein in den Vereinigten Staaten. Die meisten erschienen. 10.000 werden noch vermisst, von denen viele aber wohl in Notunterkünften sind. Ersten Schätzungen zufolge verursachte Ian Schäden von weit über 100 Milliarden Dollar. Aus South und North Carolina zog der Sturm weiter Richtung Norden und hat sich zum Zyklon abgeschwächt. Zum Fußball. Dortmund geht baden, Union Berlin auch, bleibt aber spitzenreich. Der erste FC Köln gewinnt zu Hause in einem knappen Spiel gegen Borussia Dortmund mit 3:2. Eintracht Frankfurt holt gegen Union Berlin den Sieg 2:0. Mit einem Treffer in der Nachspielzeit gewinnt der VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart 3:2. Ich habe diese Tat nicht mitgefilmt. Deutlich mit 4:0. Freiburg Mainz 2:1. Im Freitagsspiel siegte der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen mit 4:0. Und die US-Football-Liga macht Station in London und U7 ist morgen live dabei, mehr als 10 Stunden. Anfang. Ab 15 Uhr die Minnesota Vikings gegen die New Orleans Saints beim großen NFL-Spiel in der britischen Hauptstadt. Danach geht es mit dem Duell der Buffalo Bills bei den Baltimore Ravens weiter und zuletzt treffen die Las Vegas Raiders auf die Denver Broncos. Aber ein Booster macht uns Hoffnung fürs Wetter und einen goldenen Herbst. Sagt schön, bis morgen. Tschüss. Im Laufe des Tages kam Regen auf und das betraf dann auch Hamburg. Hier schmückten die Regentropfen die Livecam. Im Süden des Landes gab es noch in den Morgenstunden ein paar Aufhellungen, bevor es auch hier deutlich dunkler wurde und der Regen reinkam. Heute Nacht regnet es dann auch im Süden noch. Ansonsten gibt es ein paar Schauer oder kurze Gewitter an der Nordseeküste. Dazwischen gibt es einen Streifen, da bleibt es trocken bei Temperaturen zwischen 13
Bei etwa so 8 Grad wird es doch zum Teil im Süden und im Norden ziemlich windig. Am Sonntagvormittag regnet es sich im Süden ein, ansonsten gibt es einen Streifen, da ist es noch relativ freundlich. Auch im Norden kommen dann wieder neue Schauer auf an den Küsten und auch im Süden bleibt es windig, teilweise stürmisch. Und am Nachmittag regnet es sich dann so im Süden so richtig ein. Es kommen teilweise 80 Liter Regen zusammen. Das ist also eine ganze Menge. Die Temperaturen steigen im Südwesten derweil schon bis auf 20 Grad. Und in der nächsten Woche schaffen wir sogar am Mittwoch bis zu 24 Grad.